einfach mit Walze, mit Rückenbürste, die da halt Schmutz, sonst was vom Rücken runterbürste. Okay. Geht ja weiter rein. Hier haben wir drinnen zwei Querbürsten verbaut. Querbürste, ja. Die linksrum oder auch rechtsrum laufen. Mit einstellbarer Drehzahl. Wofür ist das? Für Seitenlage. Wenn man einen Artikel hat mit Seitenlage, kann man den gerade hinstellen oder zur anderen Seite legen. Das sind Querbürsten. Können wir gerne nachher reingucken, wenn Sie das wollen. Ja. Oder man sieht es sogar. Ja. Mach mal Licht. Ich habe Licht. Kein Problem. Also jetzt habe ich gesehen. Ja, also. Ich mache das. Ist ja auch Licht. Ich habe Licht. Ach so. Also da alte Gerät hat er auch. Und die laufen. Ja. Hier haben wir ersten Flurheber mit Schermesser. Ja. Nur mit einem Schermesser. Ein Schermesser. Und das ist? Flurheber. Ja, Flurheber. Dann hier ist? Das sind zwei Rauwalzen. Rauwalzen. Die haben auch alle einen Heizstrahler. Aha. Mit was? Das ist Strom. Ja, okay. Stromheizstrahler. Ja, okay. Okay, und dann jetzt kommen wir. Klopfer ist auch noch verbaut. Ja, okay. Ach so, Klopfer ist auch da. Klopfer ist. Ja, ja, genau. Das ist drin. Das ist drin. Mit Holz ist das, ne? Mit Holz, okay. Genau. Holzklopfer. Dann geht's weiter. Rauwalze. Flurheber. Flurheber nochmal. Zwei. Ein Flurheber. Und eine. Ein Schermesser. Schermesser. Das bedeutet, das ist die zweite Kammer. Eine Schermesser haben wir da. Schermesser. Zweite. Zweite Schermesser, genau. Okay. Jetzt wieder weiter. Rauwalze. Rauwalze. Mit Heizplatte, mit Strahler und Klopfer. Und Klopfer. Okay. Nochmal. Rauwalze. Rauwalze. Strahler, Heizplatte, Klopfer. Die zwei sind die identisch. Ja. Und hier ist nochmal Flurheber, Flurrotor und Schermesser. Und da haben wir auch Flurrotor und Schermesser. Ne, da ist nur Schermesser und. Nur Schermesser und Flurheber. Hier ist das Flurheber und Flurrotor. Genau. Und Schermesser. Genau. Das in Decke gesehen. Was macht der Polotor hier bei solchen Stoff? Was ist die Funktion von Polotor? Wurde früher genommen bei uns, jetzt mit den technischen Artikel weniger. Aber so für Velo-Sachen kann man den nehmen. Weil da hat auch nochmal ein Optik. Okay. Und das normale jetzt Manu. So, die ganze Steuerung, Heizplatten und Schrauber, das geht da an die Seite. Ja. Die Geschichte hängt jetzt zusammen mit der Flasche, die hier mal war. Ich sag, die haben wir noch da. Die kommen wir dann quasi automatisch, also die war gekoppelt mit der Maschine, Automatik, ist sie mitgelaufen. Dann konnte man hier die Drehzahl einschalten, wie schnell die Flasche dreht. Zeige ich dann nochmal. Dann haben wir hier nochmal mit dem, genau, die Temperatur und dem Polrotor, die man einstellen kann. Geschwindigkeit und natürlich vom Flurheber, ist klar. Hier oben sind nochmal ein bisschen Heizstrahler drin. Und war alles vorgesehen für diese Flasche, diese Geschichte. Die schon mal vorgetrocknet wird, damit halt, Sie sehen es ja in den Wald, die sind mit Aluminiumfolie und Alufolie bezogen, damit es halt nicht so voll gesaugt wird. Genau. Geht es nochmal weiter, Malo-Rischgerät. Ja. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Spannfeld.
aber hat nicht genaue Funktionen wie Spannrahmen. Nur ein bisschen. Nee, nur ein bisschen. Also es ist kein Spannrahmen, es ist ein Spannfeld. Und hat man aber genauso wie an einem Spannrahmen Krumpfwalzen, Voreilungswalze, mit einer Abzugswalze, wo man zum Beispiel Bogenvorzüge wischen kann. Und man kann. Aber warum haben sie denn? Die ganze Stoff ist schon von Spannrahmen gelaufen einmal. Nochmal. Müssen sie das machen am Ende. Das war ja damals für den Kopplisch, für die Beschichtung. Ach so, wir haben das ja beschichtet. Das war ja falsch. Haben das hier nochmal auf Breite gezogen und getrocknet. Aber jetzt für diese technische Sache brauchen sie nicht mehr. Theoretisch brauchen wir nicht, nein. Einfach hier raus. Richtig. Theoretisch hier, Aufwicklung fertig. Aber Maschine ist halt so. Ja. Das ist für Velour, ich glaube auch ein bisschen. Velourstoff. Ja. Also hier haben wir nur eine Anzugshaube. Mhm. Weil das sind ja vier Gas. Strahler. Das sind ja Gas. Die haben eine Zündelektrode drin. Kann man Temperatur einstellen. Die Abzugshaube kann man einschalten, das Ventilator drin und das geht dann direkt aus. Ja. Und hinten haben wir natürlich schon mal den Steifer. Um halt kontinuierlich zu fahren. Speicher wird angehalten, Speicherwalzen fahren nach unten, so dass man die Maschine nicht anhalten muss, sondern dann einfach die Ware durchschneidet und auf der anderen Seite anlegt. Spannrahmen, am Ende Speicher, Spannrahmen mit drei Erhitzer. Das ist der Malo. Das ist Schermesser mit einem Flopheber und einem Polrotor. Und zwei Klöpfer und Rau. Die zwei Rau-Sektionen. Nur die Rau. Nur Rau als. Ja, Rau als. Und das ist hier wieder Messer mit nur Flohheber. Zwei Rauwalzen nochmal. Zwei Rauwalzen. Zwei Rauwalzen, ja. Zwei Rauwalzen. Und hier war, ja. Nochmal. Das ist das jetzt.